Ja, hallöle Freunde der guten Laune, der besseren Unterhaltung und ja, nach langem Gemunkel ist es endlich gewiss. Kingdom Come Deliverance wird eine Fortsetzung gehalten mit dem passenden Namen Kingdom Come Deliverance 2, in dem wir wieder in der Rolle des, ja, klein bescheidenen Kämpfer Heinrich von Scarlet schlüpfen werden. Und das Ganze soll noch in diesem Jahr 2024 erscheinen. Ich dachte mir daher, ja, komm, wir fangen einfach mal an, Kingdom Come Deliverance Teil Nummer 1 hier von komplett Anfang an zu spielen. Dann könnt ihr euch ein Bild davon machen, was euch für eine Perle hier erwartet. Und für alle anderen, die dieses Spiel vielleicht schon kennen, könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet und vor allen Dingen, ob ihr euch auch den zweiten Teil holen werdet. Für all diejenigen, die jetzt richtig Bock darauf bekommen, auf Steam ist das Ganze rabattiert erhältlich. Ihr könnt euch die komplette Big Edition mit allen Add-ons für gerade einmal 13 Euro sichern. Das ist eine Ersparnis von gut 40, 50 Euro. Und ich würde sagen, wir legen los. Karl IV., König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, herrschte lange und erfolgreich. Das Reich, das er von Prag aus regierte, dehnte sich aus und erlebte Frieden und Wohlstand. Als der Herrscher starb, verfiel das ganze Reich in Trauer. Mehr als 7000 Menschen erwiesen ihm die letzte Ehre. Der rechtmäßige Thronerbe des florierenden Reiches war Karls Sohn, Wenzel IV., dessen Vater ihn sein Leben lang darauf vorbereitet hatte. Aber Wenzel war nicht nach seinem Vater geraten. Er vernachlässigte seine Pflichten für frivolere Beschäftigungen. Er verabsäumte es sogar, bei seiner eigenen Krönung zu erscheinen, womit er sich beim Papst nicht beliebt machte. Wenzel, der Faule, konnte auch dem Reichsadel nicht imponieren. Die Probleme mehrten sich, bis sich die Adligen, entnervt von der Untätigkeit ihres Herrschers, an seinen Halbbruder wandten, König Sigismund von Ungarn. Sigismund entschied sich für eine radikale Lösung. Er entführte den König, um ihn zum Abdanken zu zwingen, und nutzte die darauffolgenden Unruhen zu seinem Vorteil, um noch mehr Macht zu erlangen. Er marschierte mit einer riesigen Streitmacht in Böhmen ein und fiel über die Ländereien der Verbündeten des Königs her. Und hier beginnt meine Geschichte. Thank you.
Gott segne. Dich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Mein fleißiger Gatte, wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Heinrich, jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter. Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze. Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich! Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Ein Held ist geboren. Mehr oder weniger. Wie siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Ja, Baba, ich liebe dich auch. Wir unterhielten uns in der Schenke Redekunst. Ich war beim Reigen Agilität. Ich war bei Bianca Vitalität. Ich arbeite in der Schmiede Stärke. Gestern habe ich den ganzen Tag in der Schmiede geschwitzt und dann Fritz und Matthäus unter die Arme gegriffen. Ich habe also ein Recht darauf, müde zu sein. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Nee, ich bin mit dem Hammer ausgerutscht. Wie sollte ich mich für die Schwertkämpfer begeistern? Redekunst. Matthias zeigte mir das Bogenschießen. Nein. Matthias zeigte mir bloß das Bogenschießen. Dem wir Schmieden waren. Bogenschießen? Willst du ein Wilderer werden? Weißt du, was die Strafe dafür ist? Und woher hast du eigentlich einen Bogen? Ach, komm schon. Ich habe nicht vor zu wildern. Es war bloß Spaß. Oh Gott, steh mir bei. Mach bloß keine Dummheiten, um Himmels Willen. Versprochen? Versprochen. War meine Freunde hier? Haben Matthäus und Fritz nach mir gesehen? Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Mutter... Du bist fast erwachsen, Heinrich. Vater vermacht dir eines Tages die Schmiede und du machst dieser Bianca jetzt schon seit Monaten den Hof. Warum verschwendest du weiterhin deine Zeit mit diesen Rumtreibern? Die bringen nichts als Ärger. Könnte ich etwas zu essen haben? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Oh, danke schön. Oh Gott, ist Vater wütend? Ist Vater wütend, weil ich so lange geschlafen habe? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Ich weiß. Keine Sorge, Mutter, natürlich helfe ich ihm. Gut. Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. Na, ganz bestimmt. Ich hab immer noch Hunger. Könnte ich etwas zu essen haben?
Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Okay, dem ich mir gleich. Brauchst du sonst noch irgendwie Hilfe, Mama? Soll ich dir irgendwie helfen, Mutter? Du bist ein guter Junge, aber ich komme zurecht. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. Okay, gut, dann gehen wir mal zu ihm. Gut, hier auf dem Tisch. Oh. Nehmen wir uns mal so einen Apfel. Obwohl, zwei sind auch gut. Ach, nee, komm. Wenn schon, denn schon. Drei Äpfel. Gut, Inventar öffnen, Steuerkreuz nach unten. Hier und einmal essen. Komm, noch ein. So. Wo ist er denn? Oh Gott, hoffe ich, Vater nicht allzu sauer. Hey, Fadi. Tut mir leid, war ich war gestern schwer arbeiten. Komm her, ich brauche deine Hilfe. Ja, natürlich. Ich hab mich gestern warm gearbeitet, Fadi, weißt du? Genau, ja, genau, das habe ich gestern den ganzen Tag gemacht. Gehauen wie ein Weltmeister. Bist du taub? Ich brauche deine Hilfe. Ja, ich wollte nur mal sagen, deswegen habe ich hier die schwere Verletzung an meinem Arm, weißt du, weil ich so hart gearbeitet habe. Zumindest bist du wach. Das ist ein Anfang. Sei's drum, wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesch? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das hört er bestimmt gerne. Das zeigt ihm genauso. Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke Halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Das wird irgendwann deine Schwiegertochter, Vater. Aber okay, gut. Puh, einige Aufgaben hat mal Questlog. Okay, da sind wir. Hier ist die Parierstange. Kunesch, bei dem werden wir anfangen, weil wir brauchen ja erstmal Geld für die Kohle. Die müssen wir vom Köhler holen. So, also Kunesch ist Questlog Nummer C. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Das ist er doch, wa? Hey, mein Freund Kunesch. Wunderschöner Tag, wa? Wie geht's dir? Gott sei mit dir, Kunesch. Was willst denn du? Okay. Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Okay. Das ist toll. Jetzt weiß ich, warum er gesagt hat, ach, gerade vom Kunesch die Sachen holen. Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Wenn er zum Vogt geht, bekommst du Ärger. Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nix, du Bastard. Kehr dich zum Teufel, sonst zeig ich dir, was für Äxte dein Alter schmiedet. Okay, läuft bei ihm. Gut, Vater wird dir einen Besuch abstatten. Schulden gehören beglichen. Zahle, du Saufbeut. Na komm, Schulden gehören beglichen. Ich weiß, du hast es nicht leicht. Deine Frau ist weggelaufen. Das ist traurig. Schnaps ist dieser Tage. Oh, das ist hart. Und du bist zu nichts zu gebrauchen. Oh, okay, nee, Heinrich. Aber Schulden sind Schulden. Und ich kann nicht mit leeren Händen abziehen. Du Hurensohn. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Hat dir dein langfingeriger Vater keine Manieren beigebracht? Ich werde dich lehren. Mach's gut. Ja, mach's gut. Ciao, Kunesch? Hey, Kunesch! Nimm das! Was ist denn mit dir los? Das nennst du... Ah, hier! Komm her! Verdammt! Alle Doppelbälle! Was?
Oh, oh, hast du gerade einen Zauberspruch gesagt, oder was? Ah, shit. Kunisch. Scheiße, ist das einfach mal UFC, oder was? Ja. Okay. Okay. Ausdauer, Ausdauer, Kunisch. Können wir das nicht an der Schenke irgendwie klären? Leute, kann jemand mir helfen? Hilfe! Zivilcourage? Mittelalter wahrscheinlich auch nicht so angesagt, wa? Zum Teufel mit dir, du Scheißkerl! Cool, ich war doch gar nicht fertig mit dir! Das eine Mal hat dir nicht gereicht, wie? Aber du schuldest Vater noch... Von mir kriegst du gar nichts! Kannst das deinem Alten ausrichten? Hey, Kunisch! Rühr mich an und ich lass dich in den Kerker werfen! Alter, das will ich sehen, mein Freund, das will ich sehen, komm her! Ah! Jetzt bin ich verdammt wütend! Na, sei mal ruhig wütend! Oh. Kurva, genug! Hä? Du bist stärker! Verschone mich! Oh, so ist richtig, Kunisch, so ist richtig! Hey, Heinrich kommt uns besuchen! Nein, vergiss es! Jetzt stirbst du! Oh, okay! Kurva! Kurva! ah! Hey, wer ist da? Zack! Okay, kann mir jemand helfen? Ich wollte. Hilfe! Hilfe! Kunisch ist ausgerastet! Ah! Ja genau, Freunde, hilft mir! Jetzt zu dritt auf ein, komm! Wie Wellinger-Style hier! Ah, zack! Du hättest dich verpissen sollen, als du die Chance dazu hattest! Genau! Oh, scheiße. Das wollte ich gar nicht. Körper aufheben? So. Krieg ich jetzt Ärger? Damit könnt ihr alles nähen. Was machen wir mit Kunisch? Wo sollen wir ihn hinbringen? Kunisch, ich pack dich erstmal hier hin, ja? So. Stoffe, Zwirn, Knöpfe und Bänder. Gut, ich, keine Ahnung. Warte mal, vielleicht wissen meine Freunde Bescheid, was ich machen soll. Ist das dein Ernst, Deutscher? Beleidigst du gerade unseren König? Ich beleidige niemanden, ich sage nur die Wahrheit. Sigismund hat bloß getan, was getan werden musste. Ach wirklich, er musste den König entführen, musste seinen Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst. Gott sei mit dir, Heinrich. Gesinnt. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Was? Hör einfach hin, dann wirst du es schon merken. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Was kümmern mich bitte die Österreicher? Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon? Hör auf mit der Blasphemie, Ist Alex. Doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund. Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede.
Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig, oder Fritz? Ja. Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Dein? Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Na, hör nicht auf Fritz, ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon, den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch gar nicht so schlimm. Ja, ich wäre auch dabei. Und was ist mit dir, Heinrich? Also, nicht anzünden. Ich wollte Vater gerade Bier und noch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll Dung zu schmeißen wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Und es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Also, Kumpel. Bist du dabei? Ja, du, ich müsste eigentlich... Gut, dafür müsst ihr aber mir bei Kunisch helfen. Also schön, ich bin dabei. Aber dann müsst ihr mir auch unter die Arme greifen. Wobei denn? Kunisch schuldet meinem Vater Geld und zahlt nicht. Reden hat nichts gebracht, also muss ich wohl andere Seiten aufziehen. Alleine bekomme ich das aber nicht hin. Das ist mal wieder aufgestanden im Hintergrund. Sobald wir das Haus des Deutschen neu gegipst haben. Ich würde es diesem Saufkopf nur allzu gern zeigen. Also schön, gehen wir. Der Deutsche sitzt immer noch im Wirtshaus. Okay, Kunisch geht's anscheinend wieder besser. Da läuft er auch. Sehr schön, okay. Schwein gehabt, also wir haben niemanden umgebracht. Gut, dann werden wir mal das Haus des Deutschen besudeln. Heinrich, schön, dass du da bist. Ziehen wir das jetzt durch oder nicht? Warte, wir müssen nachsehen, ob die Luft rein ist. Warum? Der Deutsche ist in der Schenke. Hast du nach all den Jahren nicht bemerkt, dass er eine Frau und einen Sohn hat? Und? Ist das ein Problem? Ja, ist es. Heinrich, geh und lock sie irgendwie weg. Warum ich? Weil du der Schlaue bist. Genau. Was? Ja, hier bin ich. Hi. Okay, gut. Was willst du, Junge? Ich kam gerade am Wirtshaus vorbei und dein Gatte redete Unsinn. Ich dachte mir, dass ihn besser jemand nach Hause holt, bevor er Ärger bekommt. Was für Unsinn? Nun, dass Sigismund im Recht wäre und König Wenzel ein Säufer sei, sowas in der Art. Ein paar Leuten hat das nicht gefallen, also dachte ich... Gott Allmächtiger, dieser Narr! Als nächstes fängt er noch mit den Päpsten an. Kann gut sein, dass er auch Päpste erwähnte. Danke, dass du mich gewarnt hast. Hoffentlich erwische ich ihn, bevor er wieder in eine Schlägerei gerät. Genau, geh schnell. Ich passe auf das Haut auf, weil ich habe gehört, hier sind aktuell Scheißflocken im Wetterbericht angesagt. Gut, Leute, jetzt haben wir. Schnell, komm. So, wie schmeißen wir die Kacke? Wie? Nein. Ach, Heinrich, nein! Oh Gott, hätte mich halt schon nehmen können. Oh Gott, ich sehe mich nach einem Desi. Worauf wartest du, Soldat? Ich warte aufs Händewaschen. Oh Leute. König und Vaterland! Ach. König und Vaterland am Arsch. Häuser einsauen macht einfach. Gott segne das Mittelalter. Das ist fast so gut wie diesen Verräter am Pranger zu sehen. Aber nur fast. Also ja, und dann spielt man sich unten rum, ja. Sigismund! Wuhu! Scheiße, Deutschlinge! Ihr Bastarde! Was zur Hölle glaubt ihr, was ihr tut? Oh. Hey, Hans, siehst du schlecht? Wir verpassen deinem Haus einen neuen Anstrich. Es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Sigismund erzählt hat. Wir tun nur, was wir tun müssen. Mit bloßen Händen. Hurensöhne! Ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen! Oh, interessant. Das will ich erst mal sehen. Und was machst du hier eigentlich, Bischek?
Mit diesen dreckigen Deutschlingen Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neueste deutsche Mode ausprobieren? Batsch, der hat gesessen. Arschloch, das wirst du mir büßen. Okay. Was passiert jetzt? Spielen wir mal Mau oder was? Ah. Komm und hol's dir. So. Jetzt, ja. Zwei auf ein. So liebe ich bitte. Wendinger-Style. Ja. Oh, ich hab ihn schon besiegt. Oh, kann ich weiter auf ihn einschlagen? Ah. Ah. Was tut ihr da? Habt ihr den Verstand verloren? Der Nein. Büttel ist auf dem Weg. Was? Der Büttel? Ah. Weg hier. Oh. Shit, hab ich wieder umgebracht? Kumpel. Oh. Töten? Oh, verdammte Scheiße! Heinrich! Ein Mörder! Dort! Jemand ist tot! Oh, oh. Ich hab nichts gemacht! Scheiße. Hey, du! Halt! Du da! Halt! Scheiße, 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 was haben wir denn gemacht? Hey, du! Rühr dich nicht von der Stelle! Hey, du! Halt! Leute! Hilfe! Keine Bewegung! Ich will nicht sagen, ich habe was falsch gemacht, aber ich habe irgendwie es übertrieben. Heilige Maria! Wesen für die Stube! Oh shit, wo lang? Was braucht man mehr? Kommt und seht euch um. Oh, weia. Oh, Kunisch geht's wieder gut. Das ist meine Freunde, ja. Das ist der Matthias. Okay. Oh, scheiße. Ja, stimmt, ihr wollt uns hier hinten verstecken. Verdammte Kacke. Verdammte Axt, das habe ich getan. Sind wir alle... Ah, da sind sie alle. Kackdeutschen haben wir es gegeben. Das war ziemlich knapp, was? Pff, der alte Sack hatte keine Chance. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Nur ein bisschen Mist ist gut. Sowieso keiner gut leiden. Ah, scheiße. Okay, ja, ich bräuchte halt Hilfe noch mit Kunisch, genau. Ich bräuchte Hilfe mit Kunisch. Sicher doch. Eine Hand wäscht die andere. Na dann los! So. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Der hat jetzt ein blaues Wunder erleben. Zum zweiten Mal heute. Das ist aber auch ein Scheißleben irgendwie, wa? So, wo ist er denn? Kunisch! Schwing deinen Arsch raus! Komm raus! Vielleicht nicht hier gewesen? Da ist er! So, mein Freund! Was zum Teufel wollt ihr hier? Soll ich euch mit dem Riemen dreschen oder den Büttel rufen? Versuch's doch. Du dreschst hier niemanden! Hier! Jesus Christus! Ich schlitz dich. Genug! Genug! Ich geb auf! Nimm, was du willst. Es ist nicht viel, aber alles, was ich hab. Kapiert? Gut. Richtig so. Ja! Nein, Kunisch nicht! Oh, scheiße.
Okay, schnell rein. Okay, schnell zurück, schnell zurück. Gräbst du ihn jetzt aus? Hab ich schon. Will dort eine Hütte hinstellen. Gut, ein Singelrand. Gut, wir haben noch 2, 3 Quests, war? Ne, 3 noch insgesamt. Parierstange, Kohle und Schwertkampf. Dann gehen wir erstmal hier hin. Schön, dich zu sehen. Lass uns handeln. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Ich glaube, ich muss ein bisschen was verkaufen. Ah, guck mal, ich muss ein bisschen was verkaufen. Mein Vermögen 3,8. Obwohl, es müsste eigentlich reichen. 10 Stück brauchen wir. Warenkorb. Oh, falschen will ich. Lässt sich was am Preis machen? Klar, warum nicht? So, also wir sind 9,2 zahlen. Okay, komm, ich mach dir ein super Angebot. Warte mal, zahle 5,2. Hä? Dann vergiss es. Was, ich sollte nur 5,2 zahlen? Nochmal. Alles Gute. Okay. Besprechen wir den Preis. Ja? Zahle 5,2. Ah, das ist ein vernünftiger Preis. Oh, ich glaube, wir wurden über den Tisch gezogen. Egal! Wir haben unsere Cola, perfekt. Wir brauchen noch ein kaltes Bier, aber erst einmal gehen wir natürlich hier mal mit unserem Kumpel. Hey, Pip, einmal trainieren. Was lernen? Hast du dich von der Verletzung gestern erholt? Ja, es ist. Na, schau mich doch an. Aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Nicht ewig in diesem Loch dahin siechen. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Gesprochen wie ein Mann. Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Klar. Klar. Also gut. Ich warte wie immer beim Schafpferch. Gut. Wir müssten mal was essen. Können wir nicht hier irgendwo was kaufen? Was haben wir eigentlich jetzt hier an Sachen? Ich habe hier so viele Sachen aufgesammelt. Waffen. Jagdpfeil? Geil. Oh. Ah, okay. Das ziehen wir mal an. Obwohl, wir ziehen das hier an. Okay, das war schon so das Beste. Essen. Sehr gut. Oh, kann man Gemüse hier kaufen? Bequem und schön anzusehen. Gott schütze dich. Was gibt's denn hier Schönes? Ah, Schneiderset. Oh, das ist aber ein bisschen teuer hier. Oh, Schweine, alter Falter, was ist das denn? Du bist hier auch... Flächen, Spaten, Heugabeln, Äxte. Alles, um Mutter Natur zu bezwingen. Leute, ihr seid bei so einem Arbeitsamt... Oh nein. Was hast du vor? Ein Dieb! Nix! Ein Dieb. Oh, scheiße. Ich muss zum Kämpfen, ich muss zum Training, Entschuldigung. Oh, scheiße. Scheiße.
Verdammt, ich mache irgendwie alles hier falsch. Gut, ja, lass uns mit dem Training bitte beginnen. Na, kann's losgehen? Ja, bitte, so schnell wie es geht. Und falls jemand kommt, verteidige mich. Ja. Gut. Und da heute unser letzter Tag ist, wirst du mir alles zeigen, was ich dir beigebracht habe. Gut. Beginnen wir mit den Grundlagen. Bleib in Bewegung. Dein Leben hängt davon ab. Okay. Also bewegen. So, ja. Zack, zack, zack. Gut, versuch jetzt mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Halbherzigkeit bringt dir nichts. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Unberechenbarkeit ist der Schlüssel. Wiederhole dich nie. Okay. Sehr gut. Jetzt kapierst du. Sehr gut. Genau. Gut. Jetzt kapierst du's. Das spitze Ende ist zum Stechen. Versuch es mal. So, ja. Zack. Sehr gut. 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 Gut, sehr gut. Probieren wir etwas anderes. Einen Schlag abzuwehren ist ein Kinderspiel. Viel schwieriger ist es, eine Kette von Angriffen zu parieren. Sobald du einen Treffer landest, hol gleich zum nächsten Schlag aus. Okay. Jetzt kapierst du's. Gut. Oh, ich habe ihn getroffen. Oh, ich bin der beste Schwertkämpfer der Welt. Genau. Das genügt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin müde und durstig. Aber vergiss nicht. Arbeite hart an dir. Niemand wird über Nacht zum Schwertmeister. Du musst üben und üben. Das Wichtigste ist aber, das einzusetzen, was du in echten Kämpfen gelernt hast. Nichts bringt mehr als Erfahrung. Glaube mir. Das war aber eine kurze Trainingsstunde gewesen, also kurze 5 Minuten. Na gut, dann holen wir auf jeden Fall dann noch Bier. Ich hoffe mal, wir kriegen jetzt hier keinen Ärger, weil wir was geklaut haben. Aber bis jetzt kam hier niemand, wa? Nee, der steht da schon wieder, der ist... Läuft richtig gut bei uns. So, ah, da ist Bianca. Ach, meine Angebetete. Heilige Maria. Du da, halt! Was ist denn mit ihm los? Du hast das Gesetz missachtet. Du wirst verhaftet. Mehr hast du nicht drauf. Was ist denn mit ihm los? Bianca, Hilfe! Du wirst leiden. Nein, ich will aber nicht. Bianca! Wenn ich den erwische. Komm her, du Weichei! Au! What the fuck? Erwischt! Oh. Jetzt wirst du für deine Verbrechen büßen. Ich blute. Versuch gar nicht erst es abzustreiten. Glaubst du ernsthaft, du könntest mit Mord und anderen Verbrechen davonkommen? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich würde dich ja eher aufknüpfen. Aber leider darf ich dich nur in den Kerker werfen. Einsperren lassen, leg ich dich mit mir an, falls ich stehe im Dienste. Achso, das kommt glaube ich gar nicht gut an. Mir wurde gar nicht mal Auftrag erteilt. Dann der Kerker. Bewegung. Verrotten sollst du dort. Und rück das Diebesgut raus. Oh. Scheiße. Denkst du vielleicht zweimal drüber nachzustehlen? Ich hab gerade erst angefangen zu spielen. Das krieg ich erst einmal hin. Darf ich schon raus? Oh. Was ist jetzt los?
mach die Tür auf! Lass mich raus! Ich wollte mit Papa noch ein Schwert schmieden. Feuertaufe. Das musst du auch erstmal schaffen. Gut, ja, das war sehr gut gewesen. Dann werden wir uns jetzt mal von Bianca das wohlverdiente kühle Bierchen holen. Da ist die junge Dame. Sprechen wir sie mal an. Grüß dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Na, du natürlich. Deine Schönheit natürlich. Oh, edler Herr, ich fühle mich geschmeichelt. Was könnte der werte Herr begehren, abgesehen von meiner Schönheit? Ich brauche Bier für Vater. Ein Krug wie immer? Jawohl, einen kalten aus dem Keller. Aber natürlich. Hier, bitte. Danke. Das geht auf mich. Och, sie süß, danke schön. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kann's kaum erwarten. Danke. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Baniak? Schätze ja. Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Heinrich, ich habe da etwas Spezielles für dich. Oh, was denn? Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk. Retterschnaps. Ha! Du bist ein Retterschnaps? Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das werde ich. Mit dem Tornado. Das ist ein Retterschnaps. Das Spiel speichert von Zeit zu Zeit automatisch zum Beispiel an wichtigen Stellen von Quests oder wenn du an einem Badge lest. Wenn du das Spiel zu einem beliebigen Zeitpunkt manuell speichern willst, musst du Retterschnaps trinken. Ah, okay, gut, merken wir uns. Dann haben wir jetzt das Bier, dann gehen wir mal ganz fix nach oben. Wie gesagt, der Schwertkampf ist nur optional, lassen wir es einfach mal aus, haben wir ja gerade eben schon gemacht. Wir wissen also, wie das Ganze jetzt hier funktioniert. Konisch haben wir. Jetzt holen wir nur noch mal die Parierstange und dann geht's an Schmieden. Gott sei mit euch. Und mit dir, Heinrich. Wie geht's dir? Oh ja, war der Kunisch. Nun, könnte besser laufen. Kunisch schuldet uns Geld und will nicht zahlen. Dieser Saufkopf? Mit dem wirst du es nicht leicht haben. Was hast du vor? Ach, der bekam schon eine Abreibung. Und schon erledigt. Die Prügel wird er so schnell nicht vergessen. Und ich habe zumindest etwas bekommen. Das ist gut. Aber sieh dich vor, er ist eine hinterlistige Schlange und wird es dir heimzahlen wollen. Okay, ja, der Deutsche. Ich war eben im Wirtshaus. Der Deutsche zerriss sich über den König das Maul und meinte, Sigismund sollte König sein. Der Bastard. Eines Tages schlägt ihm einer die Zähne ein, wenn er nicht die Klappe hält. Okay, gut, jetzt die Parierstange aber. Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzis Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben sie angesehen. Hervorragende Arbeit. So was Feines habe ich noch nie erblickt. Kann's kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Puh, wo soll ich anfangen? Ah, sei still und gib das her, sonst reiß ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald, werter Herr. Großartig. Ach, zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viel Erfolg. Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Heute geht das Bier vielleicht sogar auf mich. Gut, haben wir.
Schnell zu Vater. Wie gesagt, Bier wird ja auch langsam warm. Nicht, dass er jetzt sich darüber ärgert. Wir wollen ja der beste Sohn der Welt werden. So, Fadi. Hier. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Ich hoffe, der meckert jetzt nicht wegen dem Bier. Ich... Genau genommen habe ich etwas vergessen. Gib mir einen Augenblick. Was? Spute dich. Wir müssen das Schwert heute fertigstellen. Ach Gott, ich krieg doch schon wieder Ärger, weil ich kein gekühltes Bier holen kann. Gut, also nochmal ganz fix. Schwertkämpfen üben. So, haben wir geschafft. Also jetzt fix und Fadi. Ich weiß, der hat eigentlich sein Bier schon bekommen. Der wird bestimmt, wenn der das Bier nicht genommen hat, wird er 100 pro nochmal meckern. Weil Bier, wie sagt er es ganz gerne, sagt mein Vater immer, wenn ich zu spät mit dem Bier komme, wie Pferdepisse schmeckt. Ach, ich liebe ihn, wa? Ich hoffe, ich werde irgendwann mal so wie er. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Gut gemacht. Alles klar. Dann lass mal sehen, was der Meister in Sasau da für uns gemacht hat. Sieh dir das mal an, Junge. Das ist echte Handwerkskunst. Was bedeutet diese Gravur? Wenn ich das wüsste. Könnte Latein sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Herr Ratzig wollte es so. Ja, das wird das schönste Schwert meiner gesamten Schmiedjahre. Hast du die Holzkohle? Gut, heize die Esse an und dann setzen wir alles zusammen. Ach, übrigens, mir hat jemand einen Besuch abgestattet. Und ich vermute, du weißt ganz genau, warum. Nein, weiß ich nicht. Wirklich? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass du und deine Freunde Dung auf das frisch gesäuberte Haus des Deutschen geworfen habt. Er war vorhin mit dem Büttel hier. Und das war kein Freundschaftsbesuch. Was ist denn in dich gefahren? Dieser Deutsche hat Unfug über Sigismund und den König rum erzählt. Er hat bekommen, was er verdient hat. Bekommen, was er verdient hat, ja? Du wirst diese Sauerei beseitigen, hörst du? Und dich bei ihm entschuldigen. Ich muss hier ein Geschäft führen und der Deutsche zahlt verdammt gut. Dass du so einen Mist baust, hilft mir nicht wirklich weiter und dem König am wenigsten. Verstehst du? Ja, klar. Sag's mir ins Gesicht. Hast du verstanden? Ja, verstanden. Gut. Dann werden wir so ein Gespräch nie wieder führen. Also hältst du es für richtig, unseren König in den Dreck zu ziehen? Und so machte sich der Junge zum Narren und zeigte, dass er seine Lektion wohl immer noch nicht gelernt hatte. Der Deutsche redet also Unfug. Na und? Willst du deshalb zu einem Verbrecher werden? Du magst einen Kampf vielleicht mit Gewalt gewinnen, aber niemals einen Streit. Merk dir eins. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann nur mit Worten, nicht mit Fäusten. Der Ofen ist soweit. Gut, dann machen wir den Griff. Ich bringe es zum Glühen und wenn ich es rausnehme, setzt du den Griff so auf, dass er passt. Aber das kennst du ja alles schon. Dann mal los. Gut, einmal noch. Das war's. Fertig. Schleif ihn ab, bis er gut in der Hand liegt. Ich bereite die Parierstange vor. Vater, wieso hast du Prag verlassen?
Ich habe noch nie von einem Meisterschmied gehört, der in einem kleinen Kaff Hufeisen herstellt. Ich hatte meine Gründe. Und hier habe ich deine Mutter und dich. Warum sollte ich woanders hin wollen? Erinnerst du dich noch an König Karl? Natürlich. Ein gutes Leben während seiner Herrschaft. Besser als jetzt? Er errichtete halb Prag und jede Menge Burgen, baute eine Brücke über die Moldau und gründete eine Universität. Und das alles ganz ohne Krieg. Er wusste, wie man regiert. Besser als Wenzel, ja? Ja, bei weitem besser. Aber Wenzel, er hat es nicht leicht. Es ist schwer, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der vielleicht alle 1000 Jahre nur einmal geboren wird. Und was ist mit Sigismund? Denkst du, Karl wäre wie Sigismund mit einer Armee in sein eigenes Land eingefallen? Nein. Wenzel mag seinem Vater nicht ebenbürtig sein, aber Sigismund, der entehrt die königliche Familie. Wie kommst du voran? Gib mal her. Jetzt setzen wir alles zusammen. Es ist wundervoll. In der Tat, das ist es. Gott segne euch. Oh, wer ist denn das? Mein Vater schickt mich wegen der Nägel. Guten Tag, Theresa. Sie liegen bereit. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Sie liegen in der Truhe in der Stube. Theresa? Jo, okay. Heinrich, geht's dir gut? Ey, aber auch schön. Das ist so ein bisschen so eine Doku-Reihe. Wie machen wir eigentlich ein Schwert? Man braucht nur eine Schmiede und dann kann es auch schon fast losgehen. Truhe. Ah, da. Was lungerst du hier herum? Ich hab schon die Nägel. Hier, Theresa. Hier sind die Nägel, die du wolltest. Danke. Und wie geht's Bianca? Gut. Warum fragst du? Ach, nur so. Ja, du, ich hab dich schon, Papa. Werden wir. Vielleicht sehen wir uns dort. Wie auch immer, ich will dich nicht aufhalten. Das Schwert ist wirklich schön. Schöner Smalltalk. Ein feines Mädel. Hör auf, sie anzuglotzen. Sieh dir lieber das an. Es ist Zeit für die Feuerprobe. Wow. Wow, Fadi, ich bin schwer begeistert. Wir haben ganze Arbeit geleistet. Wie nicht anders zu erwarten von solch einem renommierten Schwertschmied. Diese Tage liegen hinter mir, Herr. Doch dein Geschick ist dir geblieben. Ui. Möchtest du es mal schwingen? Herr, was nützt einem normalen Bürger ein Lass Schwert? Lass es ihn versuchen. Los, Heinrich. Das ist dein Moment. I'm the best. Oh Gott, Heinrich, das war peinlich. Du hast noch viel zu lernen. Frag deinen Vater, ob er es dir beibringt. Er weiß, wie es geht. Sein Handwerk zu erlernen wird ihm wesentlich mehr nützen. Ja, möglich. Aber wer weiß schon, was die Zukunft noch so alles für uns bereithält. Wie ich sehe, ist es beinahe fertig. Ich muss es nur noch polieren, dann wird Heinrich es dir bringen. Exzellent. Ausgezeichnete Arbeit, wirklich schön. Ein Schwert wie dieses wird seinem Träger wahrlich Ehre bescheren, Herr Istvan. In der Tat, Herr Radzig. Hätte ich so eines in Nikopolis gehabt, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Es ist wirklich seltsam, einen derart fähigen Schmied an so einem Ort anzutreffen. Ein Mann mit seinen Fähigkeiten könnte ohne Probleme in Prag oder Wien sein Geld verdienen. Das stimmt. Aber das ist eine lange und sonderbare Geschichte.
Ich würde sie mir sehr gerne bei einem Kelch Wein anhören, aber die Pflicht ruft. Und ich muss leider weiterziehen. Bitte sehr. Lerne von deinem Vater. Er ist wahrlich ein Meister seines Fachs. Gewiss kreuzen sich unsere Wege erneut. Da bin ich mir sicher. Sobald es fertig ist, soll dein Sohn es zu mir bringen. Gute Arbeit, Martin. Herr. Es war mir eine Ehre, Herr Istvan. Mögest du sicher nach Sasau gelangen. Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Ratzig. Danke für die Gastfreundschaft. Eine lange und seltsame Geschichte? Seither ist viel Zeit vergangen. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, aber heute noch nicht. Bringst du mir bei, es zu führen, wie Herr Ratzig sagte? Wieso? Naja, könnte nützlich sein. Vielleicht bereise ich die Welt, bevor ich sesshaft werde. Ich würde gern mehr sehen als nur die Schmiede und die Schenke. Weißt du, was der Haken am Abenteuerleben ist? Es könnte vorbei sein, bevor es anfängt. Ich kann dir zeigen, wie man ein Schwert führt. Das hilft dir aber nicht, wenn dir jemand einen Pfeil in die Brust jagt, sobald du einen Fuß vor die Tür setzt. Klingt so, als sprichst du aus Erfahrung. In meinem Alter hat man viel erlebt. Schmied ist vielleicht nicht der glorreichste Beruf, aber er hat auch seine Vorteile, wie zum Beispiel seinen Kopf behalten. Ich möchte mein Leben in Skalitz beenden, dort, unter dem Lindenbaum, an der Seite deiner Mutter. Ja, ich auch, eines Tages. Aber zuerst will ich die Welt sehen, möchte neue Menschen treffen. Treffen oder vermöbeln? Treffen. Musst du jetzt darauf herumreiten? Dann gibt es keinen Grund für dich kämpfen zu lernen. Ja! Oh, was ist denn da los? Ein Bote. Er war ganz schön in Eile. Ist was passiert? Okay, das ist nicht Amazon. Vielleicht GDL? Nein. Oh Schreck. Sigismund. Tut keine frohe Botschaft kund? Oh Scheiße. Die wollen bestimmt nur bei Aufbau helfen. Oh shit. Oh Gott. Die armen Menschen. Hör mir zu, Junge. Hör mir gut zu. Nimm das Schwert, geh ins Haus und hol alles Wichtige aus der Truhe und dann lauf zur Burg. Beeil dich. Was ist mit dir? Deine Mutter ist noch im Dorf. Ich werde sie holen und dann kommen wir sofort nach. Ich komme mit. Nein, du tust, was ich sage. Keine Widerrede. Gib Herrn Ratzig das Schwert. Er kümmert sich um dich, falls uns was zustößt. Er steht in meiner Schuld. Gott sei Dank. Mach, dass du reinkommst. Wir müssen die Tore schließen. Bewegt euch, Leute. Na los. Pass für mich darauf auf. Bist du wahnsinnig? Du kannst nicht zurückgehen. Ah, nee. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, Fadi ist doch ein echter Krieger. Zack, zack, zack. Ja, gleich 5 mit einem Streich erledigt. Nein, oh oh, nein. Fadi. Martin, bitte nicht. Fadi, steh auf. Oh
Oh nein. Oh Gott. Lauf, Heinrich, lauf! Mach schon, Heinrich, du kannst es immer noch schaffen! Lauf! Lauf und den lieben Heinrich! Schnapp dir ein Pferd! Ja, toll, danke! Hätte ich mal 2-3 Sekunden warten können. Den Weg entlang. Ja. Spring von der Mauer und verschwinde von hier! Dann einfach weg! Eieiei.